Freunde, Super Luca und Luni sind wieder back und heute wollen wir ein Derby aus der spanischen Liga spielen, nämlich Sevilla gegen Real Betis und Luni wird daheim Real Betis spielen, ich werde auswärts Sevilla spielen und jetzt erzählt euch Luni noch was darüber. Ja, hallo auch meinerseits, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Super Luca Luni Derby Special. Ja, das Derby Betis gegen FC Sevilla ist, wird auch Derby Sevillano genannt. Ja, es ist das Derby in der andalusischen Hauptstadt Sevilla zwischen dem FC Sevilla und Real Betis. Ja, es geht heiß her, also Fankrawalle, verbrannte Autos, zerschlagene Schaufensterscheiben prägen das Derby in Sevilla. Auch auf dem Rasen geht's hart zur Sache. Ja, Betis ist so ein bisschen der Repräsentant der Arbeiterschicht und der FC Sevilla so ein bisschen die Oberklasse. Ja, also es gibt eine Legende, 1907 wurde einem Fabrikarbeiter die Aufnahme in den FC Sevilla verweigert und daraufhin wurde Betis gegründet. Also das ist so ein bisschen die Legende, ob das so wahr ist, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Okay, jetzt gucken wir mal, wie heiß es bei uns zugeht. Viel Spaß! Perfekt, spanische Liga haben wir hier schon direkt. Nur noch die Mannschaften finden. So. Ich reiche euch auch noch kurz die Statistik nach. Also das Derby fand insgesamt 86 Mal statt in der Primera Division. 39 Mal davon hat der FC Sevilla gewonnen. 20 Mal gingen die Spiele unentschieden aus und 27 Mal hat Betis gewonnen. Also leichter, ja, was heißt leichter? Eigentlich ein deutlicher Vorteil für Sevilla. Mal gucken, ob es auch bei uns so deutlich wird. Ja. Betis Sevilla, traditionell grün-weiß gestreift. Prominente Neuzugänge aus der Bundesliga. Heiko Westermann. Der Profi-Abwehr-Ast-Spieler und Rafael van der Vaart. Conu Blanco, der 84er, Jungs. Alter, ist ein Biest. So. Ich will echt noch zum Ronaldo hier. Westermann auch schon abgewertet, sehe ich gerade. Hat anscheinend auch schon ein bisschen Scheiße gebaut, aber okay, gut, jetzt gucken wir mal. Van der Vaart auf der Bank. Oh, sehr offensiv, zwei Stürmer. Was haben wir da? Rechtes Mittelfeld, zentral defensiv. Die Mannschaft ist richtig nice, ey. Okay, linkes Mittelfeld machen wir mal da rein. Okay, komm, der Rafael van der Vaart darf mal ran. Nee, ich will die Tore spielen lassen. Guck mal. Ceballos, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, kommt auch rein. Gucken wir mal. Ich habe mein Ding zu weit. Also bei mir wieder wie immer, ich verstehe das auch nicht. Also linker Verteidiger, ich muss einen linken Verteidiger suchen. Also ist es, ich weiß es nicht, ist es bei dir auch immer so, dass du... Also bei mir war diesmal nur zwei Spieler falsch erstellt. Also bei mir sind sie immer, also grundsätzlich, ich weiß nicht. Wenn ich da nicht gucken würde, dann würde ich... okay, gut, der Torwart ist richtig. Wenn ich nicht gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Stürmer in der Innenverteidigung spielen. Gucken wir mal, was wir noch haben. Ja, okay, gut, also... Gut, ich hätte hier halt noch einen Linksmittelfeldmann auf dem... auf der Rechtsmittelfeldposition, aber ich will den einfach mal lassen. Weil ich glaube, Bitolo hat... ganz schön was drauf, wenn er jetzt auch noch abgegradet wurde auf 82. Sehe ich jetzt nicht ein, 79er da einzuwechseln. Ich bin fertig. Also gut, ich bin auch fertig. Schauen wir mal. Nun, ich liebe es Übung. Ja, das ist... Freunde. Wie sah's, wir kann ich mir nicht mehr angucken. Gerade, wo es so gut lief. Die
Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Er versucht. 1-0. Zweite Spielminute, Sigamero. Ja, es geht wieder gut los. Einfach mal wieder ein Sonntagsschuss, einfach aus 20 Metern. Lächerlich. Das ist doch mal eine Ansage. Der erste Treffer schon nach 2 Minuten. Er lässt sich da nicht aufhalten. Und nun Banega. Bruno. Van der Vaart. Raphael Van der Vaart. Okay. Italo. Wichtig, den Ball hat er sicher. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ja, willst du jetzt nur noch Fernschüsse machen oder was? So wird das nichts mit dem Treffen. Ja, und mir läuft es irgendwie mit Fernschüssen, habe ich das Gefühl. Der Keeper ist ja auch nicht gerade der Beste von dem her. Jai. Okay. Mero. Guck mal, ey, wie er da wieder hingeht, ey. Jorge Molina. Ball bei Banega. Gamero. Gamero! Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand ja, im ich schon gedacht, aber warum pfeift da kein Abseits? Krikovia. Sind's doch mal wieder was. Was machen die zwei da? Sind's doch mal wieder was Gefährliches, brauchst du nicht hin. Er hat den Ball. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Joaquin. Da wird er gestört. Ja, Mann. Zu weit vorgelegt. Jetzt Krikoviak. Was macht denn der Torwart da? Die Torwart-KI. Ja, der ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig in FIFA 16, muss ich sagen. Konoblyanka. Hey, warum das jetzt eine Ecke war? Da muss der auch hin, weil der hätte warum war das eine Ecke? Sie haben ihn da viel zu frei zum Kopf kommen lassen. Also, für mich sah es so aus, als ob Konoblyanka einfach daneben geschossen hat. Ja. Eigentlich schon. Klasse gemacht vom Verteidiger. Jetzt geht auch mal dein Jetzt, der scheiß Pille da. Das ist jetzt eine Chance. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das macht mein Keeper, ey. 1-1. Ey, weißt du, merkst du, dass man halt mit die besten Keeper in den Kasten hat, ey. Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Was hat er denn gemacht? Ey. Sag mal her. Er macht einen auf Karate-Kid, ey. Aber, ey, ohne Erfolg. Guck mal. Treffer hier vom Captain. Ich hab schon gedacht, ja, du erläufst den. So musst du als Kapitän auf. Okay. Nochmal der Treffer. Ja, der hat sich zu schnell fallen gelassen. Aber der ist mit den beiden voraus, was wollte er denn machen? Das ist dieser Beto, ey. Foodshift hatte ich neulich bei dem auch Pech, ey. Zum Glück habe ich das nicht aufgenommen, ey. Ich glaube, da bin ich in der ersten Runde rausgeflogen, weil Beto nur Scheiße getrieben hat. 1-1, wieder unentschieden. In Beto, ist es der Portugiese oder der portugiesische Nationaltorhüter? Ja. Nein, Patricio ist jetzt. Ah, okay, gut. Aber er war, oder? Der Beto, meinst ja. du? Okay. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Klasse Aktion. Oh Mann, ey, Junge.
Grichowiak. Die Bora. Sie schieben die hier echt in den Schicken ab. Ball hier mitgekommen, ey. Erobert. Ganz einfach an den Ball gekommen. Vitolo. Da zieht er ab. Hey, guck mal, ey, was ist das für ein Longshot, ey? Die Bora, ey, also für den ZDM, da brauch ich schon, bis er wenigstens ein bisschen schießen immer wieder versucht. Ja, faul und so. Gamero. Voll weggecheckt, ey. Gefährlich werden. Er steht gut und hat den Ball. Was? Wieso? Ja, ja, schuck ihn ruhig mal ein bisschen, ne? Zieh ihn mal am Ohr. Zieh ihn mal am Ohr ein bisschen. Ja, Kono, Bianca. Jawohl. Ich schwöre euch, Jungs, mir aufs Tor, der wäre rein. Schön rausgeköpft. LVF, fliegt einer hier gegen zwei. Grichowiak. Da stand der Assistent gut, abseits. Auf, steh auf, Schlampe. Na, na, na. Da liegt da eine... Kono Bianca verletzt. Da rennt die zweite, euch nicht scheißiger. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Gamero. Der Molina setzt. Jetzt vielleicht. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Da kann der pfeift Elfer wegen dem Pfiff. Nee, 1-1 zur Pause. Okay, gut, das Spiel ist ein bisschen zerfahren, aber okay. Durchgang 2 hat begonnen. Oh. Was ist denn jetzt los? Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spiel... Dinger Molina verletzt. Ah, Kono Bianca ist doch nicht verletzt. Ernsthaft? Hast du Kono... Hast du Molina? Es ist echt immer mit dieser Reinrutscherei, das ist mir klar, ja, dass da... Dass da sich mindestens einer pro Spiel verletzen muss. Was? Guck mal, ey, da fällt von allein. Runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit... Guck, ich bin zu fair und schieß ihn weg, ey. Dankeschön. Jetzt Banega. Was? Wieso denn? Westermann, hey, ach du Scheiße, 21 Meter. Ibora, Ibora! Ich hätte wieder Kono Bianca schießen lassen müssen, ey. Viel gefehlt hat nicht, klasse Aktion. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Wirklich gut, hat sein Tor gemacht und... Ich habe so im Gefühl, dass er im zweiten Durchgang zum entscheidenden Faktor werden kann. Gamero. Warum sitzt du so durch, ey, du Kleiner? Von Wolfswinkel.
Todos, die geile Karte in diesem Spiel, ey. Alter, Vitolo ist einfach geil. Westermann, jawohl, klopf ihm auf den Hintern. mit der Hand. Spiel. Eigentlich Elfmeter, ja. Da kommt der Kopfball. Da kann er stehen bleiben. Pardon. Genau, sieht sich irgendwie türkisch an. Banega. Und das war's mit dem Angriff. Jetzt fängt der Ball ab. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und jetzt haben sie den Ball. Macht ihn! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Gut reagiert von Hinter. So, wir werfen uns ja alle in alle Bälle rein. Jetzt wird's gefährlich. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll. Irgendwie ist es... Den Ball hat er. Was ist mit deinem Mann? Bist du verletzt oder was? Was macht er? Ich muss weiterspielen, sonst kriege ich eine gelbe Karte. Da ruht sich nur aus. Ups. Oh, ich habe auch arg reingegangen. Ey. Gelbe Karte, aber mehr kann es nicht geben. Das gibt eine Verwarnung. Ja, aber ich sag mal. Piccini. Ja. Okay, ja, jetzt wird Krzyżowiak wieder als verletzt angezeigt, ja? Es ist halt Derby. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Da geht's halt ab und zu ruppig zur Sache. Jai. Super Timing. Ja, dann wechsel doch. Ja, aber normalerweise, wenn du den Ball hast und nicht, wenn er in der Luft ist. Scheißegal. Ja, das glaube ich, dass der scheißegal ist. Nee, warte. So. Ich will Keeper raustun. Komm, ich bring mal einen frischen Außenverteidiger. Gelb vorbelastet. Im Derby weiß man nie, was passiert. Seiner Beschwerden weitermachen. Ja, er will sich durchbeißen. Hoffentlich macht das dadurch nicht noch schlimmer. Ibora, was macht denn der da? Wechselung bei der Heimmannschaft. Starke Flanke. Alter, so gut. Er faustet den Ball weg. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Rubén Castro. Kommt der Verletzte. Kann er den Ball behaupten? Ndiaye. Macht ihn. Ach Gott. Ach Gott, hey, da war sie die große Chance. Rubén Castro. Naja, schade. Ibora. Ndiaye. Von Wolfswinkel. Er gibt Freistoß, klar. Ja. Und er geht an ihm vorbei. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Sie haben den Ball. Ja, ganz ist nicht so, als wäre der frische Mann schnell. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was? Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Komm, ey, jetzt muss doch nicht mehr was passieren. Boah. Jetzt, ey. Sicher mit der besseren Mannschaft entschieden raus, der besseren Weißkrieg. Super Flanke! Der Ball kommt, aber der Verteidiger ist dazwischen. Er schießt! Wow, erste Ecke für Betis in der 83. Minute. Kopfball! Der Ball geht knapp daneben. Knapp daneben, Westermann. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Nicht. Die Zeit ist nicht mehr. Noch 5 Minuten, um hier irgendwie den Sieg zu holen. Da kommst du noch an. Alter, Westermann hatte keinen Bock hineinzunehmen. Aber echt, ja.
jetzt kann es gefährlich werden. Bad, bad, bad. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Van der Vaart. Ruben Castro. Ah. Rami. Ich schwöre, ich würde da gerade abspielen bis jetzt. Für wen? Was? Wieso für dich? Reguläre Spielzeit ist oben, aber es gibt nur 4 Minuten oben drauf. Wie bist du denn unentschieden jetzt? Das soll ich zählen. Da kommt Da war sie die Chance. Gott. Ey, Blinder, mach den rein, ey, mein Gott. Was habe ich hier für Dreckspieler? Hier kommt wieder Freischuss. Schön, Wef, schön. Schmied dich an, Junge. Komm doch her, ich hab doch nicht mal zu denen, Mann. Na, Mann, hey, das war jetzt auch überstürzt. Wegen Betrug, FIFA, geht's ja unentschieden aus. Ja, komm, geh doch mit ihm. Der Schiedsrichter beendet. Ja, okay, gut. Ein Unentschieden. 1:1, der Real Betis Sevilla zu Hause gegen den FC Sevilla. Ja, irgendwie ein komisches Spiel, aber 1:1 kann sich sehen lassen. Ne? Typisches Derby. Zwei Verletzte, gelbe Karten. Ne? Ja, dann sage ich mal ciao, bis zum Rückspiel. Dann spiele ich mit dem FC Sevilla und Luca mit Real Betis Sevilla auswärts in Sevilla. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und für das Rückspiel oder für andere Derbys könnt ihr uns auch gerne abonnieren und ihr könnt wieder was in die Kommentare schreiben. Ja, bis bald. Ciao.